Das wäre doch was. So. Da setzen wir dann einfach noch die Straße hin. Hier kann dann die nächste Straße losgehen. Bauen wir hier die Brücke rüber, dann können die da auch drüben was machen. Bisschen die Bäume fällen. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal den Blacksmith. Was ist hier los? Es fehlt an nichts, die Leute sind schon am Bauen. Oh, ich habe zu wenig Fischer, sehe ich gerade. Ein bisschen zwei Arbeit darunter setzen. Noch ein Fischer, 7 von 8, weil einen brauchen wir auf jeden Fall hierfür. Oh, ich habe gar keinen Farmer. Nee, doch, ich habe einen Farmer. Der hat natürlich schon ausgesät. Dauert alles seine Zeit. Wollen wir nochmal gucken, wie die Häuser so aussehen. Da sind zwei Erwachsene drin, da auch. Oh, die wird gleich bald ausziehen müssen. Die sind auch schon alle so weit, dass die jetzt bald wieder weiterziehen können. Dann werden wir uns hier vielleicht nochmal um ein paar Häuser bemühen. So, da eins hin. Da eins hin. Genau. Ich kann noch Steinhäuser bauen. Die sind grundsätzlich wärmer. Also die haben dann nicht so ein Problem im Winter. Kosten aber natürlich massig an Stein. Also das ist echt fast ein bisschen zu viel. So, unser Schmied ist fertig. Und wir werden einen Schmied zuteilen, damit er hier anfangen kann zu arbeiten. Das ist doch schon gut. So, die produzieren sicherlich Wolle. Lass mich mal gucken. Genau, die produzieren Wolle. Und mit Wolle und Leder können wir nämlich besonders warme Mäntel herstellen für unsere Leute. Das können wir jetzt nämlich mal machen, indem wir hier noch ein Schneiderlein hinsetzen. Unser fleißiges Schneiderlein. Schauen wir mal, wie wir das am besten machen. So vielleicht. So. Der Tailor wird denn jetzt hier sich immer die Wolle holen können. Und dann auch die Leute versorgen. Was man noch schön machen kann, ist eine Obstplantage. Na, schau mal an, die sind jetzt hier schon dabei, die Sachen abzubauen. Das ist gut. Eine Obstplantage. Aber die wird noch nicht nötig sein. Weil wir müssen uns erstmal irgendwie anders über Wasser halten mit der Nahrung. Obstplantagen dauern sehr, sehr lange, bis die Früchte tragen. Weil ich könnte hier gleich eine reinsetzen, dann habe ich da schon mal eine drin. So vielleicht. So einen kleinen Apfelhain oder so. Kann man die auch so klein machen? So ein? Könnte man auch. Nee, es ist zu klein. Okay. Hier hinten lasse ich noch ein bisschen Platz, weil ich hier gerne noch eine Mine bauen würde, um später noch ein bisschen Eisen zu produzieren. Muss ich aber erstmal darum kümmern, dass das ganze Eisen, was ich hier habe, irgendwie so abgebaut wird. So, als nächstes. Stein ist schon wieder wenig. Tja, Leute. Das ist natürlich ein Stress, aber wir haben hier unten noch mehr Stein. Viel, viel Stein. Könnt ihr alles abbauen. Den, den und den hier unten. Und hier hinten. Alles, was ihr habt an Stein, gleich rauswerfen. Wie viel Feuerholz habe ich noch? 200. Das müsste, glaube ich, noch für einen Winter reichen. Ach, die sind hier hinten auch noch dabei, die Steine zu sammeln. Natürlich eine ordentliche Schlepperei, ne? Das ist nicht so wahnsinnig schlau. Weil sie das immer noch bis nach dort unten schleppen müssen, hier bis zum Lager. Ist sehr, sehr weit, aber das liegt auch ein bisschen an meiner Startposition hier. Ihr seht schon, ich habe hier unten in dieser Ecke gestartet. Hier wäre eine ideale Position gewesen, einfach um ein Dorf zu machen. Aber bis ich so weit bin, dass ich das so machen kann, muss ich erstmal die Grundversorgung hier irgendwie klar kriegen. So, wir haben jetzt auch keinen, der jetzt hier irgendwas machen kann. Es ist wieder mitten im Winter. Feuerholz wird schon ordentlich benutzt. Nö, noch nicht. 206 sind immer noch da. Wir können jetzt hier bei dem Tailor, können wir dann nachher normale Lederwesten machen. Aber auch mit Wolle gefütterte Lederwesten. Die sind dann einfach noch ein bisschen besser. Ich glaube, ich mache mal die Geschwindigkeit wieder ein bisschen hoch. Dann hauen sie die Sachen hier nämlich schneller rum. Ich muss ein bisschen mein Firewood im Auge behalten. Nicht, dass ich dann zu wenig habe.
Ja, wenig Stein ist aber kein Problem. Wenig Stein ist besser als gar kein Stein. Das ist immer noch so ein kleiner, ja, was heißt Fehler? Weiß ich nicht, ob man das als Fehler bezeichnen kann. Es ist halt immer noch so, dass immer noch eine Meldung kommt, wenn Stein reingeht und du eigentlich vorher keinen Stein hattest. Dass im Moment zu wenig Stein zur Verfügung steht. Oh, jetzt habe ich mein Eisen aufgebraucht. Okay, dann könnt ihr hier gleich mal das Eisen auch noch mit abbauen. Habe ich ja genug hier. Direkt ins Lager werfen. Wir gucken hier. Unsere Storage sparen. Unsere Scheune ist schon ziemlich voll. Ich könnte hier hinten theoretisch noch eine Scheune bauen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann wird da direkt das Essen gelagert. Und der Weg ist nicht so weit. Ich glaube, das mache ich sogar. Dann lagern wir das da vorne nämlich einfach ein bisschen aus. Und haben dann hier noch genug Möglichkeiten, das zu machen. Kann ich das hier so machen? Oder hier so an der Ecke vielleicht? Warte mal, so. So wäre gut. Dann nehme ich so wenig wie möglich raus. Also der Weg ist zwar ein bisschen weiter, aber sieht wenigstens noch gut aus. Sehr schön. So, Feuerholz 106. Also, du darfst wieder anfangen zu arbeiten, Mädchen. Habe ich sie noch, Woodcutter? Nein, müssen wir einen neuen einstellen. Solange wir noch ein paar Laborer haben, die das machen können, ist kein Problem. Leute sind wieder alle überall beschäftigt. Klar, die sind jetzt hier dabei, alles abzuholzen. Ist auch eine fiese Arbeit, mitten im kalten Winter. So, jetzt brauchen wir da auf jeden Fall einen, der noch was macht. Dann ziehen wir nochmal einen Arbeiter ab und werden den hier zum Schneider machen. Und zwar möchte ich gerne den warmen Woolco. Dass du nämlich gleich die Wolle verarbeitest und das Leder. Dass wenigstens ein paar davon schon da sind. Gerade wenn man das Spiel auf einem schwierigeren Schwierigkeitsgrad spielt, dann braucht man relativ schnell, das kann ich euch mal zeigen, hier vorne so einen Außenhandelsposten. Ja, der ist ziemlich wichtig, damit ihr dann irgendwie neue Möglichkeiten bekommt, auch euer Land, eure Pflanzmöglichkeiten zu erweitern einfach. Weil der bringt nämlich auch neue Samen an. Und kann euch dann helfen, sozusagen, das Land so ein bisschen besser zu bestellen. Dass ihr dann nicht nur zum Beispiel Bohnen habt, sondern auch Weizen und sowas. Aber damit warte ich noch ein bisschen. Ich will mich erstmal darum kümmern, dass ich jetzt irgendwie mal zeitnah vielleicht eine Schule bekomme. Mal gucken. Vielleicht, dass ich wirklich hier vorne auch mal anfange zu arbeiten. Aber meine ganzen Arbeiter, die sind halt noch so beschäftigt, überall da hin und her zu rennen. Und die ganzen einzelnen Positionen hier fertigzustellen, haben so viel zu tun. Ich habe eigentlich zu wenig Leute, dann brauche ich mal Häuser. Aber das Haus zum Beispiel wird auch nicht direkt fertiggestellt. Was fehlt noch so ein bisschen, dass wir zum Beispiel sagen können, alle Arbeiter jetzt erstmal zum Holzhaus und dass die sich dann darum kümmern. Aber es ist natürlich auch wichtig, hier die Sachen abzufällen, dass wir dann da weiter können. So, wir haben Frühling. Holz ist schon ziemlich gut, aber der arbeitet noch weiter. Wir brauchen nämlich noch ein paar Loks. Wir haben nur 106 Feuerholz. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. So, da wächst es auch gemütlich vor sich hin. Also ziemlich viel Gewusel, was man alles im Auge behalten muss. Hier hinten sind die auch noch mal dabei, immer Stein zu holen. Noch die Kamera so ein bisschen drehen. Ich finde es nicht so besonders schön, wenn es regnet. Ist im echten Leben so, das ist hier im Spiel dann genauso. Schau mal, jetzt haben wir schon fast genug Stein. Das Eisen geht mir aber wieder aus. Aber hier haben wir noch wieder welche, die jetzt das Eisen holen und damit die Eisenversorgung sicherstellen.
wird halt jetzt einfach Zeit, dass ich noch ein bisschen die Häuser irgendwie rankomme, dass die noch gemacht werden. Ich glaube, die sind jetzt alle damit beschäftigt, die ganzen Sachen hier zu fällen und abzureißen, wo ich denen das gesagt habe. So, der hat jetzt schon wieder zu viel, dann machen wir gleich, stocken wir gleich auf 150 auf. Wir haben noch 3 Laborer übrig. Was könnte ich denn noch machen? Wir bräuchten jetzt hier endlich mal jemanden, der diesen blöden Baum fällt. Dann können wir nämlich einen Apfelhain machen oder sowas. Aber da hat sich noch keiner bisher bequemt, das zu machen. Vielleicht machen wir jetzt einfach mal ein paar Bilder, dass die jetzt hier rumrennen und mal schauen, wo sie jetzt anfangen können zu arbeiten. Bringt ja nichts, wenn alle jetzt hier rumlaufen und die ganzen Sachen fällen. Bringt schon was, aber... So, du hast keine Wolle mehr, ne? Genau. Wolle ist aus. Also werden wir jetzt einfach mal, weil die Wolle halt noch ein bisschen braucht, einfach nur auf den normalen Leder, die normale Lederjacke wechseln. Im Moment spielt ein Lied aus dem Soundtrack von The Witcher. Ich glaube, ich werde euch auch mal die Playlist, die ich dazu benutze, einfach mal in die Videobeschreibung packen. Solltet ihr die Lieder selber hören wollen oder bei eurem Let's Play oder beim eurem eigenen Spiel hören wollen, könnt ihr das dann natürlich gleich machen. So, wo ist denn der Arbeiter? Ja, die sind immer noch dabei, hier Sachen einzusammeln. Da habe ich mir was ausgesucht, dass ich so viele... Gebiete dann gleich gesagt hat, dass sie das einsammeln sollen. Ach, schau mal, wir haben jetzt auch genug Feuerholz. Das Holz kommt auch langsam nach. Schauen wir mal, wie viele Tools wir haben. 57. 2085 Fisch? Oh, Junge. Wir werden nicht mehr hungern. Man wird halt relativ schnell, relativ gut in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Der Einstieg ist relativ schwer. Du musst halt viel durch die ganzen Menüs dich durchklicken und irgendwie das hinbekommen, dass das so klappt. Aber wenn du erstmal so weit bist... dann geht das ganz gut. Oh, Pekannuss. Dann brauchen wir jetzt hier einen Worker weniger und du wirst jetzt Obstbauer. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Na? Hallo, Orchard? Mal gucken, wo wir den hier haben. Gatherer, Fisherman, Forester, Herbalist... Warum arbeitet da keiner? Was brauche ich denn dafür? Normalen Farmer, oder nicht? Ja. Jetzt passt's.